und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem neuen Set und zwar den AT-ST aus Rock Run. Der ist wieder mal nicht vollständig, weil hier fehlen die Kanonen, die habe ich leider verloren. Aber sonst ist er noch vollständig, außer hier drin, auch noch ein bisschen kaputt, aber ich habe ihn halt schon sehr lange. Ich habe ihn zu meinem 7. Geburtstag bekommen, bin jetzt 10 Jahre alt, also hat lange im Regal gestanden und deswegen sind noch ein paar Teile abgefallen. Aber hier waren ja vorher diese Kanonen, die habe ich durch ein gelbes Blickzeichen oder Imperiumzeichen, bin ich mir nicht sicher, wie die sich unterscheiden, weiß nicht mehr genau, aber halt ersetzt. Ansonsten sind sie noch komplett vollständig. Ist mein erster AT-ST, habe noch einen AT-AT, aber nicht der aus dem 5. Teil, sondern der aus dem 8. Teil von der ersten Ordnung. Leider nicht vom Imperium, ich hätte gerne einen vom Imperium, aber halt leider nur den von der ersten Ordnung. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich habe irgendein AT-AT oder AT-ST. Der AT-AT, das liegt ja im Moment kaputt, was halt abgefahren, muss ich noch reparieren. Dann mal gucken, ob ich ihn auch vorstelle. Jetzt eigentlich, wie zu sagen, ist wie gesagt mein erster AT-AT. Ich glaube, hier fehlt auch noch was. Was ich ja viel sehr cool finde, ist ja hier diese fehlerbeladenen Shooter. Wenn man hier nämlich dann hier drauf drückt, zack, fliegen diese Dinger nämlich hier raus. Sie meine ich nämlich. Wie auch hier an den Seiten habe ich hier ein imperiales Zeichen. Ja, hier diese Klappen als Fenster, mag ich auch sehr. Haben hier oben noch eine normale kleine Klappe, die man aufklappen kann. Hier. Und da kann man natürlich auch, wie ich eben gezeigt habe, hier das ganze Dach anheben. Da hat man hier war mein bedrucktes Teil. Also, ihr müsst vorstellen, der war mal komplett kaputt. Ich habe ihn wieder zusammengebaut mit den Teilen, die ich habe. Und hier war mal ein bedrucktes Teil. Muss ich halt jetzt setzen, weil ich das halbe Druckgeteil nicht mehr gefunden habe. Aber ja, haben wir hier noch keinen Sitz, haben wir hier noch, kommt auch noch was dran. Aber ich glaube, der Rest war so offen, bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Könnt man hier sehen, das kann man auch so leicht hoch und runter bewegen. Ein bisschen locker, aber naja. Der Kopf ist drehbar, wenn man hier hinten an diesen Stein dreht, kann der Kopf sich drehen. Wenn ich mal hier den Kopf abmache, kann ich auch zeigen, der ist hier einfach nur mit einer gelben Stange aufgesteckt. Mehr ist das eigentlich nicht. Und hier auf diesen Drehteller drauf. Mehr ist das nicht. Die Figuren, weiß auch mehr, wo die sind. Die Anleitung habe ich schon mal in meinem Anleitungsvideo mal gezeigt. Das war es dann schon mit dem Video. Lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert gerne meinen Kanal. Und ja, ciao.